Moin und Waldmannsheil, meine Freunde. Ich bin heute für euch auf dem Weg nach Buke in den Jagdparcours. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich bin schon ein paar Mal da gewesen. Ist ziemlich nice. Ich hoffe, dass ich für euch dort ein paar geile Bilder zusammenkriege. Ich melde mich einfach später nochmal. Insofern, bis später. Ciao. Das ist 2 Meter davor, aber auch tiefer. Die fliegt ja im Prinzip so, wie die Baumkante ist. Das heißt, die fällt da hinten runter. Der erste war davor, der zweite war drüber. Hopp! Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ja. Nicht nervös werden. Die kommt schon, die Taube. Oh, die soll wohl kommen, den ganzen Tag lang. Jetzt die über Kopf. Die Schnapstaube, ne? Schnell genug den Kopf in den Nacken. Gut. So. Und nach vorne. Und der Anschlag war zweimal bei der Taube, du hast nur so ein Stückchen drüber geschossen. Ja. War die denn jetzt kaputt? War kaputt, ja, mit dem ersten Schuss. Also ob wir die hinter wollen. Tup. Hopp. Ja, so, hast du noch einen ersten Vorschub gekriegt. Hopp. Zu lassen. Schon wesentlich höher halten. Ja. Dann bist du ruckzuck an der Taube. Ne? Da brauchst du noch andere. Genau. So, die Taube. Die war noch gar nicht raus aus dem Haus, da hat er schon geschossen. Hopp. Ah, ein bisschen weiter vorne. Ich weiß. Das Wort nicht kann im Gehirn nicht verarbeitet werden. Jawohl, noch nicht so weit nach da. Pass auf. Da holst du sie ab, yay. Ja. Und dann gehst du ganz leicht mit und lässt sofort fliehen. Ja. Jawohl. Auch wenn ich glaube, dass ich beide hintereinander nicht kriege, vermache ich es trotzdem. Ah, die hat keine Rolle. Hopp. Und den da noch. Schon wieder gewartet. Er hat gesessen. Der erste war. Ihr seid ganz schön gemein da unten. Wieso? Machen Sie. Er wollte ihm nur das Gefühl geben, wie das mal ist, wenn man eine Taube trifft. Das war einer von euren Kollegen da unten. Der beste Kumpel von deinem Mitschwester. Da sagt er. Frag mal, wer das war. Ab. Warte mal. Ab. Okay. Der Mann mit dem Bart will wissen, wer das war. Das ist ein langer Dicker. So, jetzt kriegt ihr eure eigenen Tauben. Muss die zweite noch treffen, Uwe, ne? Letzte. Hopp. Jawohl. Aua. Hopp. Aua. Gut, nächster. Die Vorarbeit ist nur unter Druck. Wenn man dich läuft, dann ist es vorbei. Hopp. André, hast dein Kaffee noch nicht auf, oder was? Den habe ich schon am Morgen. Hopp. Oh, oh. Auch nur unter Druck was zu machen bei ihm. Hopp. Auf! Sehr gut.
Der kriegt immer Lob. Ja, der trifft ja auch so wie du. Also ich habe das heute schon schlechter gesehen. Deine selber. Heute Nacht gar nicht gut schlafen. Hopp. Zu jetzt. So, hopp. So, ein bisschen vor die Taube. Hopp. Gut, sauber anbacken. Etwas davor. Ja, wenn ihr jetzt noch schnell genug nachgeladen hättet, hättest du die andere auch noch gekriegt. So, André, Arschbacken zusammenkneifen. Bringt nix. So, hopp. Jawohl! Jawohl! Aufhören! Das
da ist, ne? Bei uns dauert das ein bisschen, weil von uns ein Film gedreht wird. Ja, aber wenn ja nur die Treffer von uns müsste, dann zu den Leuten von euch irgendwie zusammenschneiden, ne? Das macht er schon, das macht er schon. Ach so. So. Erst die Rechte. Erst die Rechte. Hopp. So haben wir das vorgestellt. Hopp. Ach, zu hoch. Hopp. Rauf auf die. So, und jetzt kriegst du einmal zusammen. Hopp. Du musst jetzt einmal der Linke. Einmal noch. Ja, dann komm her, dann mach noch einmal. Hopp. Ja. Ah. Nee, so als gut. Hopp. 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 Das stimmt, du siehst die Salben, also das stimmt. Aber okay, das ist ein Vorteil. Hopp. Hopp. Kümmerling hat noch was fehlt. Hopp. Ich habe nur einen Schuss dafür. Von daher. Hopp. So. Nach vorne. Ja. Hopp. Müsste ich fertig machen. Ja. Und noch einmal. Wieder nach vorne. Hopp. Das ist zu viel. Ja. Wieder nach vorne ein bisschen liegen. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ja, der Tag ist zu Ende. Jagdparcours Buke 2020 ist beendet. Wir haben jetzt 18.40 Uhr. Also wir waren de facto von heute Mittag bis jetzt auf diesem Parcours. Es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht. 150 Schuss später quasi sind wir jetzt auf dem Rückweg. Ich weiß gar nicht, ob ich für euch was Vernünftiges zusammenschneiden konnte, weil, ja, ihr wisst es jetzt schon, weil ihr habt das Video ja schon gesehen, ich ja noch nicht. Wir befinden uns hier quasi in der Zeitblase. Gut, trotz allem, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert eventuell meinen Kanal. Hier kommt noch einiges an Videos auf euch zu. Insofern, Weidmannsheil, bleibt munter, bis demnächst, ciao.